Hey, Michi, super, dass das geklappt hat. Ist ja ein bisschen Premiere. Heute unser erster, ich weiß gar nicht, wie sagen wir dem, Online-Podcast-Talk in die Richtung. Finde das sehr spannend, das Format. Aber ich finde es viel spannender, mich mit dir zusammen über ERP-Themen auszutauschen. Danke vielmals, Christian. Ja, es ist wirklich spannend und das hat so ein bisschen etwas von Pionier irgendwie wieder, auch wenn es natürlich Podcasts und Webinars und so weiter gibt wie Sand am Meer. Aber nichtsdestotrotz, aus einer digitalen Bier-Idee wird jetzt ein effektiver digitaler Podcast. Ich finde es spannend, dass man mit dir so Sachen kann machen kann, Christian. Bewundere, dass du immer wieder die Motivation findest und dich auf so Blödsinn, in Anführungs- und Schlusszeichen, wo wir uns gegenseitig an den Kopf rühren, einlässt. Das ist etwas, wo ich sehr an dir bewundere. Und darum freut es mich jetzt, wenn wir können quasi mal so ein Premiere oder ein Aufgalopp zu einem möglichen Produkt, zu einem möglichen Service machen, wo wir da anbieten wollen. Freue mich sehr. Ja, mich auch. Und ich gebe das auch gerne wieder zurück, weil es gehört ja immer, gehören immer zwei dazu. Und ich wüsste jetzt niemand Besseres wie dich, um so etwas zu starten und so ein Abenteuer einzugehen. Hey, jetzt aber genug Komplimente und Zeug austauscht. Lass uns mal eintauchen ins Thema. Wir haben uns ja ein bisschen Gedanken gemacht im Vorfeld. Was sind so aktuelle Themen, gerade so im ERP-Umfeld? Und da gibt es natürlich enorm viel. Eins, wo mir jetzt das so ein bisschen unter den Nägeln brennt, weil es immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ist so die Investitionsrechnung von einem ERP-System, also das Return on Invest. Ich denke, das ist auch etwas, wo bei dir wahrscheinlich auf der Agenda steht. Also steht bei mir natürlich jetzt persönlich als Marketer im ERP-Umfeld auf der Agenda, weil es natürlich bei unseren Kunden oder bei den potenziellen Kunden immer wieder aufpoppt. Es steht aber auch auf der Agenda, weil wirklich, wie gesagt, wenn sich KMUs oder die Entscheidungsträgerinnen in KMUs anfangen, mit der Evaluation auseinandersetzen, dann beginnt oft die sogenannte Feature-Schlacht. Also das heißt, ich habe irgendwo eine Checkliste, dort drinnen muss abgedeckt sein, was im schlimmsten möglichen Fall in meinen Augen, und ich bin da immer ein bisschen böse und direkt, ist die Liste so aufgebaut, dass man einfach versucht, eins zu eins bestehende System irgendwie abzubilden, geht dann mit möglichen Anbietern durch die Checkliste durch und versucht sich so vermeintlich Sicherheit in die Evaluation zu holen. Und dass man eigentlich hingeht und sagt, Moment, man hat Chancen, vielleicht neu zu denken, vielleicht Prozesse auch neu zu denken, eigentlich auch das eigene Unternehmen, Prozess und Anwendungslandschaften mal ein bisschen zu modernisieren oder einfach kritisch zu hinterfragen und sich effektiv mal damit auseinanderzusetzen. Das wird oft nicht gemacht und oft wird halt dann auch nicht überlegt, ja, Moment, es gibt jetzt einfach eine hohe Investition, wie du sagst, aber was komme ich denn jetzt zurück über diese Frage? Die ist in meinen Augen wird die sehr, sehr stiefmütterlich, nicht nur stiefmütterlich behandelt, obwohl wir es ja immer wieder mit Leuten zu tun haben, mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund, wo das Finanzielle immer sehr, sehr, sehr relevant ist. Absolut. Und ich habe die Erfahrung auch gemacht, also ich schreibe relativ viel Fallstudien, gehe zu vielen Firmen, schaue ganz unterschiedliche ERP-Systeme an. Und eine von den Fragen, die ich dann auch so stelle, ist immer so ein bisschen, was hat denn euer System bis jetzt gebracht oder welche Vorteile habt ihr dort? Und sagen wir mal so, im besten Fall hört man dann so Antworten wie, ja, es läuft und so. Wir haben gezahlte Systeme können ablösen und so, aber effektiv den Nutzen, also das ist extrem schwierig. Also, dass mal jemand sagt, hey, wir sparen im Monat irgendwie 60.000 Franken ein oder wir können viel mehr ausliefern oder wir haben ein neues Sortiment können aufbauen. Das ist ganz, ganz selten. Und wie du sagst, eigentlich ist es eine sehr betriebswirtschaftliche Umgebung, auch die Leute, die man damit zu tun hat. Und doch sind Zahlen, gerade in dem Bereich, im ROI, äußerst selten. Also, ich weiß auch nicht. Aber liegt das erst daran, dass man schon bei der
bei der Evaluation von so einem System gar nicht darauf eingeht. Also man schaut die Kosten an, Funktionen, Features, wie du richtig sagst, und hat das Pflichtenheft, aber so, mal so eine Rechnung, was unter dem Strich eigentlich raus schaut. Ich weiss nicht, wie siehst du das? Ich habe das selten, bin eigentlich noch gar nie gehört, also, dass man so Rechnungen durchführt. Also ich teile deine Meinung und deine Ansicht. Ich habe auch das Gefühl, dass es das nicht gibt oder dass die Auseinandersetzung damit nicht passiert oder dass sie vielleicht auch mit uns jetzt als Anbieter nicht geteilt wird, dass es sie vielleicht schon gibt. Das wäre ja eigentlich fatal. Ich will niemandem unterstellen, dass man es nicht macht, aber es kommt wie nicht jetzt bis zu uns. Das erlebst ja du in dem Fall jetzt auch in deiner Tätigkeit als Schreiberling oder im beratenden Umfeld. Ich glaube aber auch, dass man fairheitshalber muss sagen, dass es halt schon relativ schwierig ist. Wie setze ich denn so eine Messgröße an? Wo gehe ich jetzt hin? Wie mache ich das? Messe ich Durchlaufzeiten? Messe ich Anzahl von Transaktionen? Und wenn ich natürlich das neue System, Anführungs- und Schlusszeichen, noch gar nicht im Einsatz habe, wo hole ich denn jetzt den Vergleichswert her? Also würde ich dann auf einer Demo-Umgebung versuchen, den Prozess abzubilden versus den alten Prozess. Also ich sehe dort auch noch so, wie soll ich sagen, nebst dem, dass das Thema stiefmütterlich ist und dass es schwierig ist, zum einen sehe ich auch in der Umsetzung, gibt es natürlich so gewisse Stolpersteine, oder? Und unter Umständen ist es wegen dem mit der Evaluation gar nicht so wichtig. Ich finde aber in der Nachbetrachtung, wie du richtig sagst, oder wenn man dann hingeht und das System ist live und nach einem Jahr sind die Leute geschult und kommen damit klar, müssen wir ja dann wie mal hingehen und sagen, so, und jetzt, was hat es denn jetzt eigentlich wirklich gebracht? Haben wir die Automatisierung erreicht? Oder, also ich weiss nicht, wie du das siehst. Ich spiele da den Ball gerne auch zu dir zurück. Ich habe mir das nur als Gedankenspiel gemacht. Ja, also absolut. Also vielleicht schnell klammern auf. Alle, die jetzt unseren Talk hören und zulassen und vielleicht das gleiche Thema haben, meldet euch. Wir sind wirklich sehr, sehr gespannt auf Feedback, auch von außen. Gell, Michi? Also wir sind unbedingt. Da. Es würde uns sehr interessieren. Aber Klammern zu. Ich finde es so, weißt du, wenn du in eine Firma, in ein Unternehmen gehst, das ist das Erste, was man eigentlich hört, ist, wo können wir noch etwas einsparen? Bei Material, bei den Prozessen natürlich. Überall versucht man irgendwie Kosten zu senken. Und das Tool, wo das eigentlich ermöglichen würde, das ERP-System, das bleibt dann irgendwie wie so außen vor. Das ist das, was mich so ein bisschen auch irritiert, so im Ganzen. Aber da hast du absolut recht. Es braucht natürlich einen Vergleichswert. Also ich kann natürlich nur eine Berechnung machen, wenn ich auch kann sagen, also wie ist es vorne gewesen, wie ist es jetzt oder in Zukunft, wie können wir da das Delta bilden und abgeleitet davon kann ich ja dann mit dem Wert wieder sagen, okay, die Investition in das ERP-System lohnt sich auch, ich kann das innerhalb von so und so vielen Jahren oder Monaten amortisieren auch wieder, die Investition ist ein Gewinn. Vielleicht an dieser Stelle, du hast noch gesagt, ja, es ist schwierig, so etwas zu beschreiben. Ihr habt ja, also das war der Markus Notto gewesen, von der Redpoint, wo im Topsoft-Magazin, da Anfangsjahr, einen spannenden Artikel geschrieben hat, eben auch genau zu dem Thema. Und in dem Artikel ist eigentlich eine gute Beschreibung, so, von, wie man das könnte berechnet, also es ist dort um den Versandprozess gegangen bei Online-Bestellungen. Ich habe das noch ganz witzig gefunden, weil hat das dann so ein bisschen abgebrochen auf einzelne Arbeitsschritte und das versucht zu quantifizieren. Und die Zahl, die hinten rausgekommen ist, hat mich dann schon recht erstaunt. Aber vermutlich wäre das wirklich so. Ich glaube, wenn man die Werte hätte, eben so vorher, nachher, dann würde sich das sicher auch berechnen lassen. Und denke, ich käme auch auf den Punkt, wo man würde sagen, ja, ERP ist nicht bloß eine Investition oder nicht bloß ein Kostenfaktor, das kostet nicht bloß, sondern das bringt uns auch etwas. Absolut, und ich glaube, da der Aufruf für uns beide auch ein bisschen
zum Einstieg ins Thema. Der Artikel heißt: Ab wann rechnet sich ein ERP-System, und ist auf der Topsoft-Webseite natürlich digital verfügbar als Nachlese. Und ist in dem Sinn sehr ans Herz zu legen, weil wir, wie gesagt, eben unseren Geschäftsführer und Inhaber hat dort versucht, ein Rechenbeispiel mal zu machen. Vielleicht dient das auch als Gedankenstütze oder einfach als Anreiz, um sich zu überlegen. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Und man ist dann einfach hingegangen und hat gesagt, ja Moment, wenn ich jetzt 100 Bestellungen habe, anhand von dem Beispiel mit den unterschiedlichen Durchlaufzeiten, mit der erhöhten Automatisierung, komme ich irgendwie auf 72'000 Franken, die ich würde sparen. Das ist natürlich alles rein theoretisch, aber es zeigt doch auf, es gibt natürlich massives Potenzial. Und ich glaube, darum ist in Christian und mir das Thema auch so am Herzen, weil man halt eben sagt, ja Moment, alle sagen, man braucht ein ERP, man muss Prozesse automatisieren, man muss die Daten irgendwie erheben, erfassen, dass man sie kann auswerten kann, dass man kann budgetieren und so weiter. Aber wie gesagt, das ganze Thema ja, läuft wie einfach immer so ein bisschen auf der Seite. Und da wirklich auch von mir her die Einladung, wir haben überhaupt keine Berührungsängste. Wir sind extrem froh um alle Expertinnen und Experten draußen, die dazu eine Meinung haben und etwas sagen wollen. Und die sollen bitte einfach auf uns zukommen. Dass ja. Wir uns da können austauschen, oder? Genau. Mir ist in dem Zusammenhang noch so ein bisschen eine Idee gekommen. Vielleicht ein bisschen crazy, aber... das ist immer gut, Christian. Das ist immer gut, gell? Ja. Irgendwie so 0815. Aber wenn wir jetzt irgendeinen Standardprozess nehmen und das so quasi wie hinterlegen in einem Unternehmen und der Prozess, sagt mir, der hat die Durchlaufzeit, der hat irgendwie 36 Stunden Durchlaufzeit, verursacht Kosten im Wert von 12'000 Franken, also mit Anteil Maschine, Anteil Personal, Anteil Fixkosten, irgendwas, so ein bisschen etwas. Also man hat irgendwie eine Ausgangslage. Mhm. So. Und jetzt würde man 3, 4, 5 verschiedene ERP-Systeme nehmen und sagen, hey, wie schnell könnt ihr den Parcours absolvieren? Wie schnell könnt ihr den Prozess machen? Also man würde sie auf die Strecke schicken und sagen, okay, ich muss das und das machen, so und so. Ich könnte zum Beispiel jetzt mit dem System XY könnte ich die Prozesskosten um die Hälfte reduzieren und die Durchlaufzeit auch noch irgendwie um 30% senken. Also, da kommt das nächste System und sagt, ja, wir schaffen das so und so und das und das. Ich fände das noch irgendwie so, ja, weißt du, so ein bisschen contestartiger Approach, so an die ERP Return on Invest Kostenberechnung, fände ich noch cool. Wäre auch anschaulich, ja. Oder? Ich könnte sagen, hey, wow, mit dem System habe ich die und die Vorteile. Es wäre ja immer ein Ausschnitt, oder? Muss man auch wieder sagen. Es gibt ja Systeme, die sind extrem gut in der Logistik, andere sind extrem gut im E-Commerce, andere sind für Produktion und so weiter. Das ist ja immer ein Ausschnitt. Aber man könnte eigentlich könnte man dann so Kategorien machen und dann, weißt du, heisst irgendwie The Winner of Kategorie Logistik 2023 ist, tada! XY. Genau. Ich glaube, also die Idee ist natürlich bestechend, oder? Und ich glaube, wenn wir das dann sogar noch so könnte mit Vergleichswert direkt nebeneinander tun, man könnte das zum Beispiel aufzeichnen oder in einem Live-Format Leute zur Verfügung stellen und man sieht das. Und ich will jetzt da überhaupt nicht der Spielverderber sein. In meinen Augen ist dann aber mehr, wer sind denn die Athleten, die man auf die Strecke schickt, auf deine virtuelle Prozessstrecke. Ja, da gibt es noch Qualifying wahrscheinlich im Vorfeld. Ja, weißt du, das Thema ist ja, wenn jeder seinen besten Consultant schickt, dann geht es ja nur noch darum, dass der quasi blind kann sich durch den Prozess durchnavigieren und alle werden die Spitzenzeit erreichen und es wird alles gar nicht holprig und alles super perfekt, weil die entsprechende Datenbank im Hintergrund wunderbar vorbereitet ist, wird alles funktionieren. Spannend wäre ja eigentlich, wenn wir wie können gehen und sagen, man nimmt, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber es gibt so den Begriff vom DAO, vom dümmsten anzunehmenden User, und man qualifiziert ein paar solche Userinnen und User und tut die quasi blind an ein System hin und sagt so, das ist jetzt euer Einstiegsscreen und du
ich sage jetzt einfach irgendetwas, du tust mir jetzt einen Kontakt erfassen und aus dem Kontakt tust du dem irgendetwas verkaufen und dann tust du das irgendwie fakturieren, keine Ahnung. Jetzt ganz, ganz simpel, oder du produzierst irgendetwas, dass wir Anteil, Maschine und so weiter haben. Und das wäre dann eigentlich spannend und der faire Vergleich. Absolut, ja, das wäre sicher, ja, ich denke, blöd mal die Idee im Raum stehen, vielleicht stoßt sie ja auf ein Echo, vielleicht können wir ja Feedback dazu über. Das wäre auch wieder spannend, oder? Mal zu hören, was für andere dazu denken. Oder? Ja. Aber wir haben übrigens bei der Topsoft, das wir ja eine Weile lang gemacht, die Software Contest, ich weiß nicht, ob du dich, Markus, erinnern. Dort ist aber nicht irgendwie um Zeit gegangen, dort ist ja nur gegangen, standardisierte Prozesse, die man in einem Drehbuch hat, einfach so darzustellen in verschiedenen Systemen, dass man so ein bisschen einen visuellen Eindruck hatte, aber auch einen funktionalen Eindruck bekommen hat von diesen verschiedenen Systemen. Das hat mich auch noch sehr interessant gedacht. Weil eben meistens hat man ja als normaler KMU, wo jetzt das System evaluiert, nicht die Möglichkeit, verschiedene Systeme anzuschauen. Oder auch im direkten Vergleich vor allem anzuschauen. Ja. Aber ja, why not? Also es ist ein sehr spannendes Format, Christian. Nur schnell zum Einhängen. Ich habe das eigentlich wirklich immer gut gefunden, weil man dort eben so den Vergleich halt sich schnell hat können, live einen Vergleich schaffen. Genau. Und natürlich auch so in die Dinge kommst. Und ich glaube auch, dass ihr es dort dann auch geschafft habt, vielleicht an den KMUs aufzuzeigen, wie wichtig es ist, egal ob sie jetzt den Vergleich also um einen Contest machen oder ob sie den, wenn sie selber evaluieren, machen, dass sie irgendwo mal aufzeigt bekommen, wie denn ihre Key-Prozesse in einem potenziellen neuen Produkt aussehen. Und ich glaube, es fängt ja dort dann auch schon an, dass man sich wie nicht eben die Zeit nicht nimmt für den Roy und dann aber auch die Zeit nicht nimmt, um an einen ausgewählten Hersteller oder Partner zu erklären, was sind jetzt wirklich die relevanten Prozesse und jetzt könnt ihr mir zeigen, wie das bei uns funktioniert und wie das dann umgesetzt wird in der Lösung. Und das ist schon immer wieder überraschend, wie man dann plötzlich gerade in absolut key Prozessen auf Überraschungen stoßt, wo nicht zur Sprache sind, wo man irgendwie nicht als relevant erachtet hat. Ja, ich denke, das werdet ihr respektive eure Projektleiter wahrscheinlich immer wieder erleben. So, eben das ist dann so die Arbeit draußen im Feld, die konkrete Anwendung mit realen Leuten, mit realen Bedingungen. Genau. Das ist ja immer sehr, sehr spannend. Das ist, hey, ich finde das ganz toll. Also ich habe mir auch überlegt, jetzt unseren Talk, dass wir das Thema hatten und ich habe auch noch überlegt, ja, ich würde eigentlich gern, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer oder ZuschauerInnen von dem Talk jetzt irgendetwas könnte mitnehmen. Ich habe mir überlegt, was das könnte sein. Und eine fixfertige Formel gibt es ja nicht. Und da ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, was ich gerne mitgeben möchte, ist einfach eine reine Sensibilisierung für das Thema Return on Invest. Also nicht bloß ERP-System als Kostenfaktor, sondern was bringt das genau? Was bringt das ERP-System unter dem Strich? Einfach den Gedanken mitgeben von dieser Sensibilisierung. Ich denke, das wäre schon mal gut. Und was natürlich wahrscheinlich für uns beide extrem spannend ist, wenn die Diskussion weitergeht. Also mit ganz viel Feedback und Anfragen. Vielleicht gibt es so ein Event, das wäre auch noch cool. Also meine Gedanken sind schon wieder... Du merkst es. Christian, genau wegen diesen Gedanken sind wir da. Und das ist super. Und Gedanken müssen gemacht werden und ausgesprochen werden, damit man darüber diskutieren kann und nachher schauen kann, was macht man damit und was nicht. Dein Wunsch und dein Mitgeben, das kann ich voll und ganz unterstreichen. Ich glaube wirklich, dass du hast es auf den Punkt gebracht und ich muss eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Perfekt, kann ich so unterstreichen. Okay, ja, du, ich glaube, dann sind wir wahrscheinlich so ein bisschen jetzt am Ende von unserem ersten Premiere-Online-Podcast-Talk. Wir werden sicher noch einen griffigeren Namen finden für das. Genau. Hat mir mega viel Spass gemacht mit dir, Michael, wieder mal über das spannende Thema zu diskutieren. Und ich würde sagen, Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. Danke vielmals.
Wir hören. Wir hören. Danke. Tschüss. Ciao. Schönen Tag. Ciao, Michi. Bis bald. Ciao, Christian.